Christina Hering, 800-Meter-Läuferin, komme gebürtig aus München und lebe mittlerweile in Berlin. Aktuell bereite ich mich auf mein nächstes großes sportliches Ziel vor, die Olympischen Spiele in Paris. An der Leichtathletik begeistert mich, dass sie so vielseitig ist. Konkret an meiner Disziplin, den 800 Metern, liebe ich es, dass jedes Rennen sein eigenes Gesetz hat. Es kommt super darauf an, wer mit einem mitläuft. Die Taktik spielt eine große Rolle und man braucht den perfekten Mix aus Schnelligkeit und Ausdauer. Ich bin bereits mit 8 Jahren in den Leichtathletikverein eingetreten und habe dort erstmal klassischen Vereinssport betrieben. Seit ich 16 bin, betreibe ich die Leichtathletik als Leistungssport. Und ja, konnte da doch jetzt auch in den vergangenen Jahren den ein oder anderen Erfolg einheimsen. Ich durfte bereits 2-mal bei den Olympischen Spielen teilnehmen und auch schon an mehreren Welt- und Europameisterschaften. Ich bin auch schon 15-mal deutsche Meisterin über 800 Meter geworden. Das Training für 800 Meter ist sehr vielseitig. Wir machen wirklich alles von klassischem Sprinttraining über Krafttraining, auch mit der Langhantel und dann aber auch den ganz klassischen Dauerlauf. An Exact Health gefällt mir so gut, dass es für die gängigen Laufverletzungen individualisierte Reha-Pläne gibt und so der Zugang zu professioneller Physiotherapie erleichtert wird. In den vergangenen Jahren wurde ich vor allem von Sprunggelenksverletzungen ausgebremst. Ich hatte erst auf der linken Seite und dann auf der rechten Seite einen Außenbandriss. Ich bin tatsächlich ganz normal beim Gehen und dann beim Dauerlauf umgeknickt. Eine Verletzung ist für einen Leistungssportler immer eine schwierige Phase. Man möchte natürlich nicht den Anschluss verlieren, man möchte unbedingt weiter trainieren. Aber da gilt es dann eben leider doch vernünftig zu bleiben. Und gerade bei meinem Außenbandriss war dann wirklich die Ansage, dass ich erstmal 3 Wochen komplett auf Laufen verzichten soll und dann wieder ganz langsam damit anfangen kann. Meine Verletzung am linken Fuß war deutlich ausgeprägter als am rechten Fuß. Ich hatte nämlich neben dem Außenbandriss noch einen Knochenmarksödem. Demnach hat sich hier der Reha-Prozess deutlich länger gezogen und ich würde sagen, dass ich wirklich erst nach einem ganzen Jahr wieder das Gefühl hatte, dass alles wieder passt, dass ich wieder Symmetrie habe, dass ich wieder die Spritzigkeit in meinem Fuß habe. Tatsächlich gerade in den ersten Wochen habe ich natürlich auch versucht, meine Ausdauer mit Crosstraining zu erhalten und da eben die Belastung vom Fuß wegzunehmen. Neben dem Crosstraining habe ich in den ersten Wochen darauf geachtet, meine Füße schon mal für das anstehende Lauftraining dann wieder vorzubereiten. Dort wurde ich physiotherapeutisch betreut und ich habe ganz viel Kräftigungs- und Aufbauübungen für meine Fußmuskulatur gemacht, dass das Sprunggelenk eben auch wieder den Belastungen des Laufens standhält. Also ich persönlich fand es erstmal super faszinierend, dass der Körper in der Lage ist, dieses Band wieder herzustellen. Und ich glaube, dass es dann auch einfach wichtig ist, dem Körper diese Zeit zu geben, um diesen Prozess eben auch in Ruhe abwickeln zu können. Deswegen musste ich mir da selber auch eingestehen, dass ich eben dem Körper Zeit geben muss, dem Fuß Zeit geben muss und das Ganze eben kontrolliert und mit Unterstützung ablaufen zu lassen. Dadurch, dass ich mich jetzt durch die YouTube-Serie nochmal mit Sprunggelenkspräventionsübungen auch viel beschäftigt habe, muss ich mir da auch ein bisschen an die eigene Nase fassen. Und es wäre sehr sinnvoll, neben meinem ganzen Lauftraining auch weiterhin die Sprunggelenksübungen zu machen. Ich persönlich neige nämlich sehr schnell dazu, umzuknicken. Und deswegen wäre es sehr sinnvoll, in meinem Fall dann auch ganz regelmäßig diese Kräftigungsübungen fürs Sprunggelenk zu machen. Aus persönlicher Erfahrung rate ich euch stark davon ab, mit Schmerzen zu laufen. Auch insbesondere nach Verletzungen zu schnell wieder zu laufen. Es macht einfach keinen Sinn. Gebt dem Körper die Pause und die Ruhe, die ihr braucht. Und dann könnt ihr auch wieder ganz gesund und schnell loslaufen, wenn der Körper wieder bereit ist.